meine Lieben, hier ist Kalies von Kreatives Leben und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert das doch ab und zu, dass ich so einen Hintergrund habe, eine Seite habe, die einfach schlecht ist. Und was ihr jetzt gerade seht, das hatte ich ursprünglich gemacht für die ATC, also das vorherige Video, und ich habe angefangen und dann fand ich diesen grünen Teil und diesen roten Teil so schrecklich, dass ich gedacht habe, nee, das lohnt sich gar nicht, das will ich euch auch gar nicht zeigen und auch gar nicht antun. Und dann lag das rum und dann dachte ich mir, ja, aber eigentlich ist es schade, es ist gutes Papier und warum sollte ich nicht versuchen, es zu retten? Weil eigentlich gibt es nichts Schlechtes, sondern man kann immer Farben mit Acrylfarben doch einiges machen. Und das wollte ich euch jetzt zeigen, weil ich finde, die Seite ist dann auch am Schluss super gut geworden, hat mir gut gefallen. Und ich wollte das auch mit euch teilen, weil ich, wir haben so eine Facebook-Gruppe, die heißt Art Journaling Club, wo wir tauschen. Und was ihr jetzt gerade seht, das ist ein sogenanntes zerlegtes Tagebuch. Das ist, da sind zwei Seiten, eigentlich drei Seiten, eine Doppelseite und zwei einzelne Seiten, die wir uns gegenseitig zuschicken. Und wenn man diese Seiten alle zueinander stellt, also man sammelt die und bekommt dann immer mehr und mehr. Und am Schluss hat man ein richtiges Art Journal und das besteht aus Kunstwerken anderer Künstlerinnen. Und das finde ich eigentlich super und das wollte ich euch auch mal zeigen. Und diese zerlegte Tagebuchseiten, die ihr jetzt seht, sind für Almut Olsen zum Beispiel. Ihr kennt die bestimmt. Die hat eine YouTube-Seite, die auch ganz tolle Sachen macht. Und wenn es mir nicht, also das Endresultat mir nicht gefallen würde, würde ich es jetzt auch nicht zeigen. Und ich bin wirklich also sehr zufrieden mit dem Endresultat und deshalb wollte ich einfach auch euch ermutigen zu sagen, auch wenn ihr manchmal den Eindruck habt, es passt nicht, dann passt es vielleicht doch. Also was ich sofort gemacht habe, ich habe wieder Schablonen genommen und dann mit anderen Farben bin ich drüber gegangen, um dieses tiefe Grün und dieses tiefe Rot, was mir da sehr missfallen hat, dann ein bisschen den Hintergrund zu kriegen. Und was ich jetzt auch noch mache, ist meine Intense zu nehmen. Um die, also die finde ich ja so toll, die sind so wasserfarben ähnlich, aber wenn sie dann trocknen, dann reagieren sie nicht mehr und das finde ich auch toll, weil ich ja hier mit Acrylfarbe und mit verschiedenen Schichten arbeite und das war wichtig, dass dann auch so bleibt. So, und dann gehe ich noch ein letztes Mal mit Gesso und mit meinen Schablonen drüber und das macht den Hintergrund doch sehr spannend und dieses Rot und dieses Grüne, man sieht es immer noch, also es verschwindet ja nicht, aber ich finde, das sieht ganz toll aus und das finde ich auch gut so. Und ich habe dann beschlossen, diesen Hintergrund, der doch sehr wild ist, dann zu benutzen und im Negativ, also das Negative zu benutzen. Und hier seht ihr, wie ich Masken auftrage, das sind so Schmetterlinge natürlich, zwei Formen und die lege ich dann auf. Und rechts habe ich noch eine alte ATC, die hier gut dazu gepasst hat. Und genau dort gehe ich nochmal mit meinem schwarzen Intense-Stift und nicht nur mit Intense-Stift, sondern auch mit Tinte nochmal drüber, sodass es hier wirklich so wie einen Schatten gibt. Und das mache ich dann auch auf der anderen Seite und so habe ich schon meine Doppelseite fertiggestellt. Also ich werde euch das nicht alles im Detail zeigen, also wie das dann genau gemacht wird bei allen anderen, seht ihr dann sofort. Ich bin dann auch mehrmals drüber gegangen mit der Tinte, weil ich wollte, dass es richtig schwarz ist, aber ich wollte es transparent lassen, dass man den Hintergrund trotzdem sieht. Den fand ich doch sehr schön, wenn auch sehr wild. Aber ich mag es ja sehr bunt und deshalb hat das ja auch für mich sehr gut gepasst. Und das sieht man auch, ne? Mit dem Schwarz und mit dem Weiß. So, das ist jetzt diese ATC, die ich noch hatte. Da gehe ich auch nochmal mit Intense drüber. Und damit dieser Text, das war eigentlich ein Schablonentext, den ich da benutzt hatte. Nee, nicht Schablonentext, das war eine, wie sagt man, ein
ein Stempel, den ich da hatte. Und das ist das Negative, das ich da rausgestrichen hatte mit Farbe, mit gelber Farbe. Und hier gehe ich drumherum, damit das besser zum Vorschein kommt. So, das war die Doppelseite. Und jetzt muss ich ja noch zwei einzelne Seiten machen, weil es sich hier um Wasserfarbenpapier handelt, dachte ich mir, dass ich mit Wasserfarbe auf der anderen Seite arbeiten werde. Und was ihr seht, ist hier, das Papier hat eine Laufrichtung und ich habe das Papier entgegen der Laufrichtung gefalten und deshalb ist die Faltung auch nicht so schön. Aber vom inneren Teil hat mir das besser gefallen. Also ich habe das erst gefalten, nachdem ich alles fertiggestellt hatte und deshalb ist das jetzt so. So, jetzt gehe ich mit Maskierflüssigkeit drüber. Das ist noch eine Idee von der Eliza Berg. Ich mag ihre Blumen sehr gerne und ich mag auch gern Blumen, ich mag gern Wasserfarben. Und nachdem ich diese Masking Fluid Flüssigkeit eingetrocknet ist, bin ich jetzt drüber gegangen und male einfach drüber in Violett, Blau, Rosatönen, Rottönen. Also es wird eine sehr bunte Seite und ihr werdet sehen, ich gehe nochmal drüber nachher, damit das alles ein bisschen verspielt ist. Also ein bisschen grün muss natürlich auch sein. Ich erspare das euch ein bisschen, weil natürlich dadurch, dass es drei Seiten sind, dauert das relativ lange und weil ich versuche, meine Videos immer so 10 Minuten lang zu machen, dann geht das ein bisschen schneller und kürze ich das, was zu viel ist. Auf der anderen Seite wollte ich da ein bisschen bunter, einfach ein bisschen wild drauf los. Hier ähnliche Farben wie drüben, also auch wieder dieses Blau-Grün und dann Rot und Orange. Und hier wollte ich ein sehr wildes Muster haben, weil ich finde, bei diesen zerlegten Tagebüchern ist die dritte Seite immer die, die am schwierigsten ist, weil man ist dann fast müde. Die Doppelseite ist meistens die, mit der ich anfange. Und dann bei der letzten Seite denkt man, okay, jetzt habe ich noch eine Idee, irgendwas, was dazu passt. Aber hier wollte ich einfach mit den Wasserfarben spielen und mit Schichten auch spielen, so dass es teilweise sehr intensiv ist. Das kann ja Wasserfarben, kann sehr intensiv sein. Man glaubt immer, das kann nie die Intensität von Acrylfarben erreichen. Aber da geht es darum, einfach weniger Wasser zu nehmen. Und ihr seht, dieses Orange ist jetzt sehr, sehr, sehr intensiv. Und das finde ich eigentlich ganz toll. So, jetzt nehme ich dieses Maskierflüssigkeit ab. Das ist ja getrocknet und das bleibt dann alles weiß. Das könnte man auch so lassen. Das hat die Eliza Berg zum Beispiel, macht das so. Aber ich fand, dass ich das noch gerne ein bisschen bunter haben wollte und da gehe ich einfach nochmal rein. Und nochmal mit Wasserfarben einfach. Hier spiele ich noch mit dem Tag. Ich wollte wissen, was ich damit machen soll. Ob ich das über die Blumen oder über den anderen Hintergrund mache. Aber ich habe beschlossen, ich mache das über den bunten Hintergrund und male es dann noch weiß an mit Gesso. So, und dann habe ich gedacht, ich bin mehrmals nochmal drüber gegangen über diese Seite mit Wasserfarben und gehe nochmal mit Weiß drüber. Dadurch kriegt das unheimlich viel Tiefe, finde ich. Und es ist sehr verspielt und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Mir hat noch was gefehlt. Also das werdet ihr sehen. Ich werde noch am Schluss noch einen kleinen Text drüber gehen. Und zwar von der Diane Wakely. Nicht von Dina Wakely. Von der Diane, ich kann euch das dann auch aufzeigen. Und da schreibe ich Live, Love, Live. Und ja, ich zeige euch jetzt die verschiedenen Seiten, damit ihr das euch im Detail anschauen könnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde, diese zerlegte Tagebücher machen sehr viel Spaß, auch wenn sie doch viel Zeit brauchen. Und ich hoffe, dass ihr auch Lust habt, da mitzumachen. Ich stelle euch noch einen Link zur Facebook-Gruppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.